Letztes Mal in Yu-Gi-Oh! Was kommt wohl zuerst, die Duel Devastator Box oder die Banlist? Es war die Banlist! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, genauer gesagt zu den Top 5 Meta-Decks nach der März 2021 Banlist. Neue Banlist, neue Decks, neue Meta und endlich eine Duel Devastator Box. 2 Wochen, nachdem ich sie gebraucht hätte, denn ich hätte sie eigentlich nur für die Sealed-Only-Challenge gebraucht, aber sie ist da, Freunde. Wie ihr euch denken könnt, habe ich mir tiefgründige Gedanken über die Entwicklung des Formats nach der Banlist gemacht und bin zu folgendem Entschluss gekommen. Spaß beiseite. Obwohl das eigentlich ernst gemeint war. Reden wir jetzt endlich über die Top 5 Decks, die ihr zu erwarten habt nach der März 2021 Banlist. Also sofern ihr Meta spielt, wenn ihr nur zu Hause mit euren Geschwistern spielt, dann könnt ihr von mir aus Geheimnis des Porträts Beatdown mit einer Kishido Geist Engine spielen und das ist auch fein. Wie auch immer, Freunde, starten wir mit Platz 5. Ich weiß, Shadol ist eines meiner Lieblingsdecks und es ist quasi Tradition auf diesem Kanal und vielleicht gestehe ich dem Deck deswegen etwas mehr zu als die meisten anderen, aber Fakt ist, Shadol ist krass. Nur spielt das Deck gefühlt so gut wie niemand. Vinda ist eine krasse Karte. Schism ist eine der besten Interruptions, die es überhaupt gibt. Und man kann mit dem Deck so viel machen. Man kann Dragoon spielen, man kann Dogmatica spielen, man kann sogar Super Poli spielen. Es kann sowohl Going First als auch Going Second, zum Beispiel mit Shadol Fusion, einiges machen. Sowohl gegen Combo als auch gegen Control Decks. Shadol ist gut, okay? Außerdem verfügt es über Falco aus Star Fox, CC aus Code Geass und Dolph Ziggler. Und der hat sogar mal Kane, Seth Rollins und Luke Harper, rest in peace an der Stelle, an einem Abend gepinnt. Also muss das Deck doch krass sein. Machen wir aber weiter mit dem 4. Platz. Über Dino weiß ich ehrlich gesagt nie so wirklich, was ich sagen soll, weil es halt einfach seit 4 Jahren ungefähr das gleiche macht. Nur erst mit Danglong, dann mit den True Kings, dann mit Overtakes und jetzt mit Arcosaur. Das Deck macht einfach, seitdem es rausgekommen ist, dasselbe. Es existiert, Misk ist auf 3 und Ultimativleiter Tyranno ist groß, gebräunt und gut aussehen. Das Deck wird zwar immer ziemlich häufig gespielt, allerdings ist der Erfolg ein bisschen formatabhängig, denn Dino ist natürlich ein Deck, welches OTKen will mit dem Tyranno und so weiter und so fort. Allerdings kann es das nicht gegen jedes Deck machen, beziehungsweise es ist abhängig davon, welche Decks gerade so in der Meta vertreten sind. Und bei Dino kann man nie so genau sagen, ob es jetzt krass sein wird oder nicht. Dino ist so ein Deck, es wird nach jeder Banlist von jedem krass gehypt. Oh mein Gott, Dino best Deck. Dino wird jetzt alles auseinandernehmen. Und das sagen die Leute seit 4 Jahren. Und dann fällt einem auf, okay, es ist Dino. Es macht dasselbe wie schon seit 2017, nur mit ein paar anderen Karten. Und es legt ein Tyranno hin und vielleicht ein Dolka und ein Lagia. Und das ist weder extrem gut, also es ist gut, aber es ist nicht unfair gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Und es ist auch nicht extrem schlecht und deswegen tue ich mir irgendwie schwer, damit Dino höher als Platz 4 einzuordnen, wenn ihr versteht, was ich meine. Kommen wir dann aber jetzt zu Platz 3. Ich weiß. Ich tue mir aber trotzdem schwer, Virtual World wirklich komplett abzuhaken, denn während Drytron mit Banten auf 1 und Union Carrier auf Konto stand, gefühlt die Karte verloren hat, die alle Plays für das Deck gemacht hat, beziehungsweise dahingehend ziemlich eingeschränkt wurde, hat Virtual World nur, in Anführungsstrichen, sein Endboard verloren. Das Deck besteht trotzdem noch aus Monstern, die Six Samurai Kizan, Foolish Burial und was Individuelles in einem sind und bekommt trotzdem zum Beispiel noch einen Handloop oder ein Makrokosmos auf Beinen hin. Klar, True King of All Calamities wurde verboten und das war wahrscheinlich das Beste, worauf man mit Virtual World gehen konnte, allerdings hat das Deck ja an seiner Konstanz und generell an seinem Spielstil nichts eingebüßt, sondern lediglich die Karte, auf die man als letztes geht. Und da gibt es eben Alternativen. Vielleicht nicht so krasse Alternativen, aber es gibt Alternativen. Daher auf jeden Fall für VW hier der verdiente 3. Platz. Versteht ihr, weil Wolfsburg in der Bundesliga aktuell auch auf Platz 3 ist und die werden von VW gesponsert und das sollte lustig sein. Und was erzähle ich hier überhaupt? Ich meine, als ob Yu-Gi-Oh! Spieler irgendwas von Fußball verstehen. Wie viele Fußballfans gibt es unter euch? 4? Und davon wurde wahrscheinlich einer in Folge 1 zerrissen, damit es nur noch 3 gibt oder so. Kommen wir aber jetzt zu einem Deck, welches mal wieder nichts von der Banlist abbekommen hat, und zwar Eldlich. Ich muss hierzu sagen, dass ich es nicht mal wirklich schlimm finde, dass Eldlich nicht von der Banlist betroffen ist, denn ich finde Eldlich sogar ziemlich entspannt zu spielen, beziehungsweise dagegen zu spielen, denn es gibt immer so viele Möglichkeiten, womit man das Deck kombinieren kann und es ist auch nichts wirklich krass Unfaires an dem Deck und deswegen ist es auch ganz okay, dass es von der Banlist nicht gehittet wurde. Denn seit des Lockdowns versucht Konami mehr oder weniger die Banlist so gering wie möglich zu halten, also wirklich nur die problematischsten der problematischen Karten auf die Liste zu setzen.
da man jetzt nicht so viel aus dem Spiel nehmen will, während keine wirklichen Turniere stattfinden. Und deswegen geht das auch auf jeden Fall in Ordnung. Der Punkt bei Eldritch ist aber, wie gesagt, dass man es mit so vielen verschiedenen Decks kombinieren kann. Man kann es mit Zodiac spielen, man kann es mit Dragoon spielen, man kann es mit Dogmatica spielen. Und die Eldritch Engine ist an sich schon eigentlich so gut, dass man immer nur entweder das eine oder das andere wirklich outen kann. Also entweder die Eldritch-Karten oder halt das, womit es kombiniert wird. Das macht das Deck nicht nur gut und langlebig, sondern auch ziemlich consistent. Denn ich meine, imagine, der Gegner hat halt Zodiac Barrage und Nadir's Servant und Cursed Eldland und Alistar the Invoker. Was willst du ashen? Es ist egal, was du ashst. Er hat eh noch 20 andere Karten. Und außerdem können wir mal bitte darüber reden, dass durch Eldritch das erste Mal seit dem Battle City Viertelfinale Fallenmonster tatsächlich relevant sind. Ich meine, Odion wäre auf jeden Fall stolz an der Stelle. Kommen wir aber jetzt zum ersten Platz, Freunde. Dragon Link. Freunde, es ist Dragon Link. Es ist zum Kotzen, aber dieses Deck hat von der Banlist absolut nichts abbekommen. Ich meine, es sind Drachen und es sind Link-Monster. Das sind die beiden spambarsten Arten von Karten, die es im Yu-Gi-Oh! TCG überhaupt gibt. Und es hat nichts abbekommen. Es hat mal wieder nichts abbekommen. Und es hat auch ehrlich gesagt im Vorfeld eigentlich so gut wie niemand erwartet, dass es gehittet wird, weil sowieso niemand drüber nachgedacht hat. Aber es ist Dragon Link. Und es ist wieder da. Beziehungsweise, es war nie weg. Nur es gab halt zwischendurch Drytron und Virtual World und die gibt's jetzt nicht mehr. Und jetzt ist Dragon Link, ich meine, es wurde von der Banlist mal wieder nicht berührt. Es wurde nicht eingeschränkt. Und es wird jetzt eh wieder jeder Dragon Link spielen. Freunde, was gibt's großartig zu Dragon Link zu sagen? Es kann Going First, es kann Going Second, es kann durch Interruptions spielen, es kann Interruptions selbst aufbauen und aus irgendeinem Grund verliert man Dragon Link immer aus den Augen, sobald es ein oder zwei andere Decks gibt, die mal kurz gut sind. Und dann aus irgendeinem Grund vergisst auch jeder, auch Konami, dass Dragon Link durchaus mal den ein oder anderen Hit auf der Banlist verdient hätte. Und es werden dann nur die anderen Decks gehittet und dann ist Dragon Link auf einmal wieder das beste Deck, so wie es jetzt ist. Und so wird es gefühlt immer sein. Also so war es zumindest in den letzten drei Formaten oder so. Und Freunde, Dragon Link, es hört einfach nicht auf zu spielen. Es hört einfach nicht auf zu spielen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt eine Ash abschmeißen. Ihr könnt Impermanence abschmeißen. Ihr könnt Skullmeister abschmeißen. Ihr könnt Gamma abschmeißen. Ihr könnt eure Deckbox dem Gegner in die Fresse werfen. Und der Dragon Link-Spieler wird trotzdem weiterspielen. Selbst wenn ihr aufsteht und geht, selbst wenn ihr den Laden verlasst, wird der Gegner weiterhin Dragon Link spielen. Und es wird der erste Zug sein und er wird 20 Minuten dauern. Und er wird nicht aufhören zu spielen. Selbst wenn ihr nach Mexiko ausgewandert seid und euch einen Schnurrbart habt wachsen lassen, weil ihr in einer Zivilisation leben wollt, wo es kein Yu-Gi-Oh! Gibt, weil ihr zu viel von Drachen und von Link-Monstern gesehen habt, wird euer Gegner weiterhin Dragon Link spielen. Und sein Zug wird noch nicht vorbei sein. Selbst wenn ihr Kinder und Enkelkinder habt, denen ihr erzählen könnt, wie grausam es gewesen ist, gegen Dragon Link zu spielen, wird euer Gegner noch nicht mal seinen ersten Zug beendet haben, weil er immer noch Drachen in seinem Extra und Main Deck haben wird und sie aufs Board klatschen wird. Freunde, es ist Dragon Link Format und ich habe keine Lust. Falls euch das Video gefallen hat, dann aktiviert jetzt eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Gerätezauberkarten.